Österreich 1, die Erste Republik. Bis 1918 war Österreich ein riesiges Kaiserreich, das gemeinsam mit Ungarn eine Doppelmonarchie bildete. Diese Monarchie wird auch Vielvölkermonarchie genannt, einfach deshalb, weil so viele unterschiedliche Völker in dieser Monarchie gelebt haben. Die Konsequenz der Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg, also 1918, ist es die Auflösung dieser Doppelmonarchie und die Entstehung vieler neuer Staaten in Europa. Tschechien, die Südslawen und auch Ungarn erklärten sich bereits 1918 für unabhängig. Auch die deutschsprachigen Gebiete folgten diesem Beispiel. Kaiser Karl I. versuchte noch im Oktober 1918 das kaiserliche Österreich zu halten. Er musste dann aber schließlich die Entwicklungen, die passierten, anerkennen und verzichtete dann am 11. November auf seinen Anteil an den Regierungsgeschäften. Du siehst hier ein Bild von Kaiser Karl I. und auch seine Verzichtserklärung vom 11. November 1918. Karl Renner wird zum ersten Staatskanzler der neuen Republik ernannt. Er steht an der Spitze einer Koalitionsregierung. Am 12. November 1918 wird nun die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen. Auf diesem Bild siehst du die Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich am 12. November 1918. Es ist ein Bild, das aufgenommen wurde vor dem Parlament in Wien. Es ist eine riesige Menschenmenge zu sehen, die mit sehr großer Freude bei der feierlichen Ausrufung zur Republik Deutsch-Österreich dabei ist. Aber warum Deutsch-Österreich? Da muss man jetzt zwei Dinge beachten. Erstens, Österreich hat den Anspruch gestellt, dass alle Länder im Alpen- und Donauraum, in denen Deutsch gesprochen wird, zur Republik gehören. Das heißt, als erstes hat man im Namen also die Sprache, also Deutsch, berücksichtigt. Und der zweite Grund, warum Deutsch-Österreich? Tatsächlich war es so, dass nur ganz wenige in dieser jungen Phase der Republik Österreich daran geglaubt haben, dass man alleine überleben kann, also ohne einen Anschluss an Deutschland. Viele Parteien und auch gar ganz so breite Meinung in der Öffentlichkeit hat eigentlich vertreten, dass man sich an Deutschland anschließen soll. Am Ende gibt es noch ein Detail für Wissenshungrige. Warum gibt es in Österreich keinen Adel mehr? Kaiser Karl I. hat zwar diese Verzichtserklärung unterzeichnet, hat aber nicht in aller Form auf den Thron verzichtet und musste daher dann im März 1919 das Land verlassen. Das Haus Habsburg-Lothringen wurde enteignet und die Abschaffung des Adels wurde gesetzlich verankert.